Janosch Müller unterrichtet Musik an der Fakultät für Kulturwissenschaften, Pädagogik und Regionalentwicklung der Universität Beech in Sechsart. Seine berufliche Laufbahn wurde durch seine ungarndeutsche Abstammung und die Liebe an Musik bestimmt. Ursprünglich stamme ich von Kokasch, von der Nachbarsdorf von Sechsart, nicht weit hier entfernt. Meine ganze Familie stammt aus Kokasch. Die sind reine Ungarndeutsche, das heißt auch mütterlicher und auch väterlicherseits. Seit 1988 bin ich hier tätig und ich wurde angestellt wegen meiner Interesse für das Nationalitätenmusik. Vor allem für Volkslieder, für deutsche Volkslieder. Ja, genau, das wurde für die Studentinnen zusammengestellt. Das sind natürlich ungarndeutsche Kinderlieder, gruppiert nach Lebensalter. Das ist für den Gebrauch zu Hause und nicht für Kindergarten. Natürlich ist ein sehr großes Interesse auch von der Nationalität der Kindergärten, weil sie auch nicht so viel Material für das musikalische Erziehung, für Nationalitäten musikalische Erziehung haben. Und dafür ist das Buch so beliebt worden. Das gehört zur Ungarn oder deutsche Identität in Ungarn. Am liebsten sage ich immer Ungarndeutsche, weil das ist typisch ungarisch. Die meisten Lieder sind hier in Ungarn entstanden und es wäre so schön, wenn diese Lieder auch in Ungarn weiterleben könnten. Der Meisterpädagoge der Universität hat in Kokrsch und Hajosch ungarndeutsche Volkslieder gesammelt, die in seinen Publikationen veröffentlicht worden sind. Die Lieder, was da drinnen stehen, das hat die meisten meiner Schwestern gesammelt, aufgenommen. Ich habe es in die Noten gesetzt und die meisten Lieder sind, die in unserer Familie oft gesungen waren. Ja, zum Beispiel auf der Titelseite ist die Anna-Kapelle in Kokasch. Diese Kapelle hat meine Großmutter immer gepflegt und reingehalten. Auf der Rückseite steht ein Gedicht von meiner anderen Oma aus Kokasch. Und zum Beispiel der erste Lied in diesem, nicht der erste, ja, das ist ein Lieblingslied von meiner Oma. Wieder. Und das letzte Lied ist dieses Lied, was ich zuletzt gehört habe von meinem Vater. Das ist eine Brücke zwischen Vergangenheit und Gegenwart und vielleicht auch für Zukunft. Und dann begann eine Sommerarbeit und es dauerte mehr als 10 Jahre lang. Das heißt, wir haben angefangen mit Audiokassetten per Post schicken hin und her und wir haben beendet mit E-Mail, mit Audiodateien hin und her schicken. Und so ist dieses Buch entstanden. Fast alle Lieder, was in Hajosch gefunden werden konnte, sind drinnen. Er nimmt aktiv am Sechsarter Musikleben teil. Früher leitete er den Sechsarter Ungarndeutschen Chor und bis heute singt er im Sechsarter Madrigalchor. Meine Schwester hat diesen Chor damals begründet und als sie nach Deutschland weggegangen ist, habe ich die Leitung übernommen. Und das habe ich 2 oder 3 Jahre lang gemacht und da musste ich einsehen, ich muss entscheiden, ob die Volksmusik, Volkskunst oder die klassische Musik. Also beide ging es nicht. Und ich habe entschieden für die klassische Musik. Und
Ja, ich bin schon Mitglied bei dem Madrigal Chor über 30 Jahre.